Markus Merck aus Kaiserslautern pfeift die Partie. 38 Jahre alt ist er. Clubkollege Alessandro Del Piero. Auf geht's. Halbfinale Nummer 2. Bergkamp. Cocu. Albertini wird gleich wiederkommen. Overmars. Bei der Ecke. Und hinten dann als Anspielstation fehlen. Bergkamp gegen Cannavaro. Maldini, Jabstam, Nesta, Kluivert, Bergkamp. Die aber bislang noch keine Gelegenheit dazu haben. Van Bronckhorst. Bergkamp! Schnelles Spiel über die Flügel, Flanke in den Rücken der Abwehr. So kann es gehen gegen die ansonsten machen können. Bergkamp. Fünf Zentimeter Pfostenschuss von Dennis Bergkamp. Das ist die zweite Möglichkeit in Einzelaktion. Einmal das 1 gegen 1 suchen. Das ist die zweite Möglichkeit in Einzelaktion. Einmal das 1 gegen 1 suchen, den Zweikampf gewinnen, Dribbling für sich entscheiden und sofort schießen. Foul von Zambrotta gibt Gelb. Seine erste gelbe Karte hat er so. Ganz toller Trick von Marc Overmars. Und Giuliano hatte da gar keine Idee mehr. Kluivert. Giuliano war mit dem Kopf dran. Senden. Bronckhorst. Foul von Cannavaro an Dennis Bergkamp. Senden. Pfeift Elfmeter. Merck pfeift Elfmeter. Nein. Ah, gibt Abstoß und gelbe Karte für Senden. Er hat die Armbewegung in die Mitte des Strafraums. Kluivert. Bergkamp für Stimmung sorgen. Senden gegen Zambrotta. Hat Gelb und geht vom Platz. In der 34. Minute geht Zambrotta vom Platz.
Obermaß gegen Maldini. Kluivert. Und jetzt gibt's Elfmeter. Wegen Haltens. Eine gelbe Karte gegen Toldo, gegen den Keeper. Tun, Elfmeter, Frank de Boer. Und Toldo hält. Komm. Kluivert. Edgar Davids, Overmars. Kluivert gegen Juliano, Kluivert. Tolle Ballbehandlung. Overmars ganz weit mit hinten. Und Cocu hilft und klärt. Oh, jetzt muss er vorsichtig sein. Jetzt gibt's Gelb. Fiore. Der erste Torschuss der Italiener. Frank de Boer. Inzaghi. Ein Foul von Edgar Davids, das mit Gelb geahndet wird. Foul von Staman Inzaghi. Albertini. Weit vorne. Bergkamp. Cannavaro. Feld. Kluivert. Senden. Davids ganz vorne. Davids, Elfmeter! Der zweite Elfmeter für. Nein! Kluivert verschießt! Unglaublich! Und sie müssen Italien. Patrick Kluivert. Bergkamp. Und Del Vecchio, Marco Del Vecchio kommt rein, der nach vorne einmischt. Senden, bisschen nach innen gerückt. Bronckhorst. Warum nicht? Ja, Abstam. Albertini. Ganz toll. Albertini und Di Biagio im defensiven Mittelfeld. Ganz, ganz toll. Und auch die Niederländer diskutieren da wild. Wenn nicht sein bestes Spiel gemacht hat bei dieser EM. Peter van Vossen von Feyenoord hat. Demetrio Albertini den Platz.
von Forsen. Im zweiten Halbfinale bei der Euro 2000. Es steht nach wie vor 0:0. Van Vossen, der Neue. Bleibt zum zweiten Mal da an Cannavaro hängen. Overmars gegen Maldini. Stefano Fiore, einer der neuen Stars der Serie A, von dem wir noch viel hören werden. Totti auf Del Vecchio gegen De Boer. Kluivert. Overmars. Forsen, jetzt hat er sich mal durchgesetzt. Tritt im Viertelfinale gegen Jugoslawien. Seedorf. Di Biagio. Nochmal Seedorf. Edgar Davids. An dessen Kräften ja viele gezweifelt haben. Ganz starke Vorstellung. Die Niederländer. Kein Vergleich zum Viertelfinale gegen Jugoslawien. Del Vecchio. Manquer son tir au but face à la France en Coupe du Monde. Soldo, il prend exactement le même élan, un peu bizarre. Et de nouveau, il rate. Pas beaucoup d'élan pour Pessotto. Oh, trop fort, beaucoup d'un Francesco Totti. Encore ajoute Francesco Totti. Et qui chambre presque. Dans son pénalty durant le match. Cette fois, c'est au fond, Toldoni. Qui n'arrivait presque plus à marcher et qui s'efforce. Velt. Et l'arrêt de Toldo, c'est terminé, c'est l'Italie qui se qualifie pour la finale de cet Euro 2000 pour affronter.